Wo wir als nächstes denn gehen? Moment mal, Moment mal. Hier gibt's einen Trick. Oder? Nein! Okay. Das war falsch. Das war falsch. Wir müssen zur Höhle bestimmt. Wir müssen zur Höhle. Weg mit euch. Alter. Gut. Hier nicht. Hier nicht. Hier. Hier am Ende. So, ihr blöden Gefesten, geht weg. Von einem Schritt. Von Heilung. Okay. Oh, Beschwörer. Wumm. Und kann jetzt hinter Tür. Das ist gut. Okay, hier. Das war gut. Das war gut. Nächste Treppe. Und nächster Ausgang, ne? Ja. Jetzt müssen wir, ja genau. Jetzt sind wir da. Ne, nicht runter. Wir wollen hoch. Ich glaube, wir sind jetzt so langsam oben. Melina hat auch das Ganze erreicht, mit dem Zauberer. Ah, okay. Jetzt sind wir tatsächlich oben. In Giften. So. Jetzt bin ich gespannt. Was erwartet uns auf dem Gipfel? Erstmal ein Schild. Gut gemacht. Mutiger Welcher, nun schwingt die goldene Spitzhacke und nimm dir deinen Splitter des Muts. Okay. Dann machen wir das doch mal. Schwingt die goldene Spitzhacke. Mehrere Splitter des Muts fliegen umher. Okay, warum ging das jetzt so langsam? Dafür bin ich jetzt hier oben. Für so einen Splitter. Ernsthaft? Was war's? Setz diesen zum richtigen Zeitpunkt ein. Benutzen. Für seine geringe Größe fühlt er sich erstaunlich schwer an. Gucke. Bei dem Splitter des Mutes scheint es sich um einen Gegenstand zu handeln. Wer weiß, welche Kräfte darin stecken. Aber wahrscheinlich sind wir kein Landbesitzer finden, der es abkauft. Ernsthaft? Für sowas machen wir den ganzen Stress? Und manchmal denke ich mir auch so Spiel. Fuck you. Für nichts und wieder nichts. Den ganzen Aufwand. Ja. Oh. Wofür brauche ich den jetzt? Ah, jetzt kann ich auch verschwinden. Falls ich Drohnen vergessen habe, ist. Wisst ihr was? Das ist doch egal. Nächste Gelegenheit kommt. Was kann ich jetzt damit machen? Was kann ich jetzt damit machen? Muss ich in der Traumwelt? Nach einem Tag. Es handelt sich ja um irgendwie ein Gerücht um das fliegende Bett. Und hier. Ah, okay. Doch, ist schon richtig. Was sagt er denn jetzt? Oh, ihr seid es. Habt ihr geschäftlich hier zu tun? Nö. Dann lasst uns in Frieden. Ich glaube, ich bin nicht.
Was auch dabei, ja. Okay. Hängt Herrn Ratze den Splitter des Mutes aus? Moment, ist das... Ach was, ich habe doch keine Halluzination, oder? Das ist ein Splitter des Mutes. Aber warum? Wie habt ihr... Was? Ihr habt den Schicksalssturz bestiegen? Warum habt ihr euch nur in einer solchen Gefahr ausgesetzt? Wie können wir das jemals wieder bei euch gut machen? Jetzt, wo wir den Splitter des Muts haben, können wir Matt endlich das Abzeichen des Muts fertigen. Ach so, dafür ist es. So. Geschickt eingefädelt spielen. Dass er sich so sehnlich gewünscht hat. Ich danke euch aus tiefstem Herzen. Aber wartet, sicher seid ihr erschöpft, nachdem ihr diesen schroffen Gipfel bestiegen habt. Ich fürchte, ich kann euch nichts im Sinne einer Belohnung anbieten, aber vielleicht freutet ihr euch über ein Bett über Nacht. Ja, großartig. Bitte kommt mit mir. Vielleicht kriegen wir jetzt das fliegende Bett. Jetzt schlafen wir quasi in... Schlafen wir in Mats Kind. Schlafen wir in Matthias Bett. Alle vier zusammen. Aha. Es tut mir schrecklich leid. Aber das einzige freie Bett gehört Mats. Aber ich bin mir sicher, mein Sohn wäre hoch erfreut, dass ihr es benutzt. Vor allem nach dem, was ihr geleistet habt. Kommt herein und fühlt euch wie zu Hause. Liebling, du wirst es kaum glauben. Diese wunderbaren Leute haben uns einen Splitter des Muts mitgebracht. Ein Splitter des Muts? Du meine Güte! Zum Dank habe ich ihnen angeboten, über Nacht zu bleiben. Es ist das Mindeste, was wir tun können, um ihnen zu danken. Natürlich! Bitte bleibt so lange, wie ihr möchtet. Ich kann nicht glauben, dass wir endlich einen Splitter des Muts besitzen. Nun... Wir lassen euch jetzt allein. Ich fürchte, das Zimmer ist etwas unordentlich, aber genießt eure Aufenthalt. Wir selbst werden im Untergeschoss schlafen. Also dann, gute Nacht. Okay. Hilfe! Ich werde entführt! Ich wette, du hast noch nie so ein Adressbett gesehen. Ich bin Mats. Schön, dich kennenzulernen. Es wäre sicher sehr unhöflich, dir nicht dafür zu danken, dass du den Splitter besorgt hast und so. Also nimm das Bett. Es gehört dir. Nicht? Das ist echt, nicht, dass ich es noch bräuchte. Ich kann jetzt selbst fliegen. Ich kann dir nicht genug danken, Bruno. Was weißt du meinen Namen? Bis bald und schlaf beim Fliegen nicht ein. Hui! Ich kann... Wow, was ist das dort drüben? Ist es ein Vogel? Ist es Batman? Ja, Superman, ne? Nein, das ist Bruno mit dem fliegenden Bett. Das Bett? Es ist das fliegende Bett? Es ist zurück. Jetzt sind wir noch in der Traumwelt, oder? Tatsächlich, wir sind in der Traumwelt. Und die hat Angst. Die hat Angst. Ich weiß nicht, wo darauf er reitet, aber es ist wirklich wundervoll, es wiederzusehen. Jetzt sagt man, reitet er auch mal? Bruno erhält das fliegende Bett. Hui! Ja, nee, ist klar. Voll übertrieben.
So, jetzt kann ich über Wasser fliegen, ne? Okay, wir haben unser fliegendes Bett. Wir haben das erste, das ist quasi wie der Teppich. Genau, das ist wie der fliegende Teppich. Nur, dass es halt ein Holzgestell ist mit einem Laken. Und Kopfkissen und Decke. Okay, jetzt haben wir wieder neue Wege. Wir können über Wasser fliegen, Sand, über Brücken. Okay, das war's. Das heißt, es ist unmöglich zu landen. Ich werde jetzt herausfinden, wie es weitergeht. Wir müssen die Welt wechseln. Denn ich möchte zu Madame Lucia gehen und sie sagt uns nämlich, wie es weitergeht. Ich habe es langsam endlich begriffen, wie es funktioniert. Wenn wir am Anfang Nein schreiben, dann wird sie uns sagen, wie es weitergeht. Wenn wir Ja schreiben, die fragt uns, sind wir, warte, machen wir gleich. Teleportation Madame Lucia. Madame Lucia. Weil ich habe jetzt keinen Anhaltspunkt. Wir haben das fliegende Bett. Also weiß ich jetzt gerade nicht, in welche Richtung wir fliegen müssen. Jetzt bin ich gespannt. So, und zwar sagt ihr jetzt... Willkommen zurück, Bruno. Eure Reise verläuft erfolgreich, ja? So, wenn wir jetzt Ja anklicken, heißt es, ist erfolgreich. Aber es ist natürlich nicht. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Das Spiel des Kristalls wird klarer. Das ist ein Brunnen. Es liegt südlich von Desmodia. Nehmt das fliegende Best und reist mit Stil. Es liegt südlich von Desmodia. Da ist ein Brunnen. Nehmt das fliegende Bett. Jenseits des Brunnens werdet ihr ein Schloss finden. Ja, Schloss Schönsee. Ihr seid dazu berufen, dorthin zu gehen. So, und dann geht's hier weiter. Gehen wir zu Bett. Okay, Schloss Schönsee kommt. Ah, sehr interessant. Okay, warte mal, Desmodia ist auf welcher Seite? Desmodia ist auf der Seite. Das heißt, wir haben ja schon von Schloss Schönsee. Wo ist mein Bett? Bett? Wo ist mein Bett? Also wir haben vom Schloss Schönsee schon was gehört. Bett? Wo bist du? Ach nein, das Bett ist nur ein Traum. In der Traumwelt aktiv. Och nö. Ich bin jetzt nicht dein Ernst, oder? Gibt es einen Traum des Modia? Er sagte, das Modia, und was ist das Modia? Südlich. Moment mal. Wir reisen auf Süden. Ja, da ist ein Punkt. Aber da komme ich ja nicht mehr von dem Bett. Habe ich das vielleicht im Inventar? Hallo? Bett? Hey, ich stehe. Ah, warte mal. Ich muss mal die Position merken. Schloss Schönsee. Das war doch da, wo die Schleuse ist. Südlich, ja, das ist südlich. Da hat sie ja nicht ganz unrecht. So, Teleportation. Weltwechsel. Das ist auch ein Traum des Modia. Ja, hier haben wir das fliegende Bett, ist klar. Dunkler Turm, alle Sonnen. Moment mal, wo können wir denn da. Was ist denn. Was war nochmal. Das ist da. Ich bin gerade überlegen, warte mal. Was ist denn das? Mann, das ist doof.
Warte mal, Somnia ist das hier. Nee, das ist alles ein Neuabteil. Teleportation. Ich muss gerade mal gucken. Schachingen? Wo ist Schachingen? Ich muss hier rumteleportieren. Ich brauche jetzt eine perfekte Position. Das ist da oben. Und das ist aber noch nicht ganz in der Nähe. Wo liegt Somnia? Weiter oben oder weiter unten? Weiter unten. Ich würde sagen, das reicht aus. Das reicht aus. Okay, hier... Ach, den Turm hätten wir auch anregeln können. Und zwar... ist da der Brunnen, den ich gesucht habe. Südlich von Desmodia, das kann nur der Brunnen sein, weil hier in der Nähe, auf der anderen Welt... Moment mal. Ist es tatsächlich? Es ist Traumdesmodia. LOL! Warum haben wir das nicht im Verzeichnis? Willkommen in Desmodia, Heim des Lichts und der erfrischenden Desmodium-Essenz. Wieso haben... Warum haben wir das nicht in unserer Liste gehabt? Waren wir noch gar nicht hier? Okay, wir sind jetzt im Traumdesmodia. Okay. Lasst mich einen Blick hier vergraben. Da, gut so. Wenn wir sind erwachsen, werden wir noch viel größere Schätze entdecken. Ich werde gehen auf große Schatzsuche. Keine Sorge. Ich nehme dich mit. Lasst uns abhauen. Der Pastor mag nicht, wenn ich schwänze die Kirche. Warte. Nein, du musst dich beeilen. Wenn du jetzt schon nicht kommst hinterher, wie willst du mir dann folgen, wenn ich groß und stark und erwachsen? Hör auf, so gemein zu sein. Achso, das war sie. Hör auf, so gemein zu sein, Ilia. Ich habe das Gefühl, dass wir irgendwas mit denen zu tun haben gleich. Irgendwas haben wir mit denen zu tun. Okay, jetzt sind wir im Traumdesmodia. Das heißt, wir werden wieder mal alles untersuchen. Okay. Die Karte sieht zwar anders aus, aber die Platzierung ist irgendwie noch identisch. Das heißt, wo Desmodia steht, ist auch Desmodia drauf. Das war falsch. Das war falsch. Also auf der Karte, wenn wir jetzt Somnia, nur die Umgebung ändert sich in der Traumwelt. Das ist das Einzige. Ansonsten bleibt alles da stehen, wo es steht. Das haben wir auch bei Rheintal gesehen. Und hier sind wir schon wieder hier, in Desmodia. Aber das ist nur die Traumwelt. Aber hier... Nee. Wir waren doch hier. Wir waren in der Traumwelt in Desmodia. Warum zum Teufel hat er mir das nicht angezeigt? Aber okay. Zeige mir das jetzt an. Teleportation. Schachingen, Somnia, dunkler Turm. Spiegelturm. Nö, aber mehr will er uns nicht geben. Okay, dann... Nee, stimmt, hier waren wir doch. So, die Kirche. Da gehen wir jetzt mal eben schnell rein.